Am 18. September, da soll die Fed gefälligst die Zinsen um 0,5% senken. Das sagt die Wall Street. Die wollen jetzt mal einen Schluck aus der Pulle haben durch die US-Notenbank. Gleichzeitig aber sollte die Wirtschaft doch bitte nicht zu schwach werden. Man sagt also, man will den Kuchen essen, ihn gleichzeitig behalten. Man sagt, wasch mich, aber mach mich nicht nass. So ganz passt das nicht. Entweder ist die Wirtschaft so schwach, dass die Fed die Zinsen um 0,5% senken muss am 18. oder sie ist nicht so schwach, dann wird die Fed eben die Zinsen nur um 0,25% senken. Und das ist so ein bisschen die Schizophrenie, in der derzeit die Aktienmärkte vor allem sind. Schauen wir uns die Gemengelage mal an vor den morgigen Arbeitsmarktdaten. Wir hatten ja heute auch wieder eine Menge an Daten, die interessant waren. Aber zunächst mal vielleicht diese Warnung eines Ökonomen, der sagt, ja, ihr stellt euch mal vor, die Fed würde wirklich am 18. die Zinsen um 0,5% senken. Das wäre doch das Signal der Fed. Oh, wir fürchten, dass es mit der Wirtschaft echt bergab geht. Ob das für die Aktienmärkte wirklich so gut wäre, ist eben die Frage. Aber Sven Hendrik sagt, ja, aber die Märkte wollen das erstmal. Das ist eben wie so ein Kind, das die Süßigkeit will, auch wenn man vielleicht danach Bauchweh kriegt, könnte man sagen. Und wir hatten heute Daten, die waren gemischt, um es mal vorsichtig zu formulieren. ADP, Arbeitsmarktberichte, nur 99.000 neue Stellen, niedrigster Wert seit Januar 2021, schon wieder also. Jetzt hatten wir gestern die JOLTS, die so schwach waren wie seit Januar 2021, nicht mehr jetzt ADP. Der ADP ist ja ein Lohnabwickler. Eine Durchschnittsgröße einer Firma, die hier betreut wird von ADP, 30 Mitarbeiter, also eher kleine Firmen. Aber es sagt schon etwas aus, zumal wenn wir uns mal den Bericht genauer anschauen, dann sehen wir, es sind vor allem im Bereich Manufacturing, Information und so weiter, gut bezahlte Jobs, die sind weggefallen offenkundig. Da haben wir ein Minus vor dem Komma, vor allem bei kleinen Firmen, Small Establishments. Und dann, wenn wir uns regional mal anschauen, auf der rechten Seite sehen wir, dass vor allem im Süden Jobs entstehen. Und das ist dieser Trend, der derzeit in den USA der Fall ist. Da ist praktisch ja eine Migration, eine inneramerikanische Migration der Fall Richtung Süden, weg teilweise aus Kalifornien. Dann hatten wir aber 14.30, also kurz nach dem ADP-Arbeitsmarktbericht, die Initial Jobless Claims, Erstanträge, 227.000, ordentlich. Vor allem die Continuing Claims besser als erwartet, also geringer. Da hat sich die Wall Street gesagt, seht ihr, ist doch wieder alles gut. Also man ist so ein bisschen hin und her gerissen. Die Frage ist, was stimmt? Stimmen die ADP-Daten oder stimmen die Erstanträge? Man kann aufgrund der Erfahrung doch ein bisschen skeptisch sein gegenüber den staatlichen Daten, zumal wir heute auch den Challenger Report bekommen haben, der von einer privaten Firma ermittelt wird. Und hier sehen wir 75.891 Jobcuts im August. Mit Ausnahme von Corona ist das der höchste Wert seit 2009, wenn man so will, also seit der Finanzkrise. Damals waren es noch ein paar mehr, aber nicht viel mehr. Und wir sehen vor allem im Technologiebereich werden sehr, sehr viele Leute entlassen, während die Neueinstellungen so gering sind wie seit August 21 nicht mehr. Also zählt man eins und eins zusammen, dann sollte man vielleicht eher den privat ermittelten Daten vertrauen als den staatlichen Daten. Hier sehen wir das nochmal, diese Hirings, also bis August ist das sogar der schlechteste Wert seit 2005. Verglichen nochmal oder ganz knapp dran an 2008, also wie viele neue Stellen von Arbeitgebern geschaffen werden. Es ist wirklich ein komplexes Bild, ein schwieriges Bild, aber Goldman Sachs kommt heute raus und sagt, naja, wenn also die Arbeitslosenquote um 0,5% steigt, bei den staatlichen Daten wohlgemerkt, dann hatte man immer eine Rezession, diese sogenannte SAM-Rule. Und jetzt haben wir ja morgen diese staatlich ermittelten Non-Farm-Payrolls. Wir hatten also schwache JOLTS, schwache ADP, schwache Challenger-Daten, gute, recht gute Erstanträge und morgen Konsenserwartung 160.000. Wahrscheinlich wird man das wieder ganz toll übertreffen, um dann irgendwann zu sagen, naja, so viele waren es doch nicht. Wir erinnern uns, dass vielleicht ein paar Stellchen nicht wirklich der Fall waren, die man ursprünglich mitgezählt hat. Jetzt kommt auch Citigroup und sagt, naja, fallende Job-Openings, geringe Einstellungen, schwache Autoverkäufe,
So viele Dinge sprechen jetzt dafür, vor allem auch das Beige-Book, das gestern Abend veröffentlicht wurde, dass wir wahrscheinlich in eine Rezession laufen. Und das würde dem widersprechen, was Jerome Powell die ganze Zeit eigentlich versucht zu kommentieren. Hard Landing ist nicht sehr wahrscheinlich, hat ja Jerome Powell immer wieder gesagt. Und uns versichert, dass das auf keinen Fall passieren wird. Heute hatten wir dann den ISM Service Index, der natürlich auch sehr stark beachtet wird, um und bei in der Erwartung. Prices paid gestiegen, also der Kostendruck bei den Firmen ist nicht abebbend, sondern leicht steigend. Employment, okay, mau, ganz ordentlich dagegen die Neuaufträge. Die Wall Street fand das auch erstmal gut, ist raufgelaufen. Dann aber, wie wir gleich sehen, ging es dann erstmal wieder nach unten. Mal schauen, wie wir dann heute noch rausgehen. Aber hier sehen wir diese Differenz zwischen eigentlich der fundamentalen Lage, die wir aus den allermeisten Daten der USA sehen, wie auch eben den Aktienmärkten. Also das eine ist nach oben gegangen, das andere geht eigentlich nach unten. Und Sven Henrik sagt hier, also gute Nachrichten, ja, ist doch super, dann ist die Wirtschaft stark, kaufen. Schlechte Nachrichten, naja, dann kriegen wir mehr Zinssenkungen. Das ist so ein bisschen die Theorie. Das Glas ist ein Drittel voll. Heute haben wir gesehen, vergleichsweise viel Rot, was die einzelnen Aktien betrifft. Aber die Dickfische aus dem Tech-Bereich sind grün. Da haben wir eine Apple, eine Google, eine Amazon, eine Tesla, vor allem Tesla. Die bringen ja Next Generation Robotaxi hoch 5 sicherlich morgen schon raus. Ein Nvidia war im Plus, Nasdaq der stärkste Index, aber dann auch Schwäche jetzt zuletzt. Mal sehen, wie gesagt, wie es rauskommt. Wir sehen aber ansonsten jetzt nicht dieses Bild, wir haben, oder nicht dieses allgemeine Bild, was wir zuletzt hatten, dass die meisten Aktien gestiegen sind, Tech schwach war. Heute haben wir das Gegenteil. Wir sind jetzt auf einem Jahrestief gewesen, was Tech in Relation zum S&P betrifft. Deswegen vielleicht der Versuch mal ein bisschen zu bouncen, aber wir sehen, wir hatten ja diesen Abverkauf am Dienstag, dann diese Erholung und diese Erholung wollte sich heute fortsetzen, ist aber nicht ganz gelungen. Wir sehen, dass wir jetzt das Tief unterboten hatten beim S&P 500. Mal sehen, ob man das wieder reinholen kann. Ja oder nein, die Stimmung der Privatanleger ist immer noch recht positiv. Nicht mehr ganz so viel Bullen, aber weniger Bären sogar noch als in der letzten Woche. Und die Vermögensverwalter, was Sie hier unten sehen, die sind jetzt nur noch zu 70% investiert, haben also ihre Investitionsquote runtergefahren von 81% auf 70%. Abschließend, meine Damen und Herren, eine Empfehlung, nämlich Wetten auf die Jumbo-Senkung, das hängt vom Arbeitsmarktbericht ab. Vielleicht schauen wir uns mal an, was da erwartet wird. Das ist die Empfehlung für einen Artikel und die größere Empfehlung lautet, schauen Sie sich auch den zweiten Teil an. Da will ich nämlich zeigen, dass die US-Märkte unter der Oberfläche bereits eine Rezession einpreisen. Den zweiten Teil des Videos finden Sie unter dem Video oder angepinnt in den Kommentaren. Ich versuche, dass wirklich Sie das finden können. Wie gesagt, ich glaube, es lohnt sich, also bis gleich.